أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نہیں ہے کوئی مول اس کا جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا یہ بیعت نہیں ہے یہ سودا ہے دل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Kommen wir jetzt zu den interessanten Teil, in dem angeblich Widersprüche des verheißten Messias a.s. aufgezeigt werden. Als erstes wird eine Aussage vom verheißten Messias a.s. aufgezeigt, in dem es heißt, dass die Schriften eines Lügners auf jeden Fall Widersprüche enthalten. Hier wird es auch interessant sein zu sehen, was davor steht. Der verheißene Messias a.s. spricht hier einen Maulvi, sogenannten Islamgelehrten, an, der die Schriften des verheißenen Messias a.s. aus dem Zusammenhang gerissen hat und Lügen verbreitet hat, genauso wie im Falle diesen Users. Somit hat dieser User im weiteren Verlauf nicht die Widersprüche des verheißenen Messias a.s. bewiesen, sondern seine eigenen Widersprüche und Lügen klargelegt. Und ich werde seine Lügen dieses Users und seine Widersprüche inshallah aufzeigen. Weiterhin wird dieses Zitat aufgezeigt: Kluge und vernünftige Person kann niemals zwei verschiedene Glauben annehmen. Gucken wir uns an, was im Original steht. Der verheißene Messias a.s. erklärt hier den Dajjal anhand der Hadithe und der Denkweise der Maulvis und meint, dass ein solcher Maulvi nicht an dieses Hadith und gleichzeitig seine Vorstellung vertreten kann. Er muss sich für eines entscheiden. Dann sagt er, eine danisch und aufrichtige Person kann solche zwei unterschiedliche Glauben nicht vertreten. Der User musste hier das Wort solche verheimlichen, denn dadurch wird es deutlich, dass der verheißene Messias a.s. hier nicht verneint hat, dass eine aufrichtige Person sich eines Besseren belehren kann, so wie die Gesandten durch Gottes Offenbarung des Besseren belehrt wurden, sondern lehnt hier unterschiedliche Glauben ab, die gleichzeitig nicht vertretbar sind. Aber auch wenn man die Verdrehung der Gegner hinnehmen würde, sind ihre aufgezeigten angeblichen Widersprüche aus den Schriften des verheißenen Messias a.s. nichts als Lügen. Um jetzt einen Widerspruch zu beweisen, präsentiert dieser User ein Zitat, in dem es heißt, Gott ist derjenige, der seinen Gesandten gesandt hat, bescheiden und mit gutem Verhalten. Der Beschuldiger hat auch hier einen Satz aus der Mitte verheimlicht, denn es heißt, Gott ist jener Gott, der seinen Gesandten mit Aufklärung und mit rechtem Verständnis, rechtem Glauben und mit gutem Verhalten geschickt hat. Der Satz, welches verheimlicht wurde, zeigt, dass der Imam Mahdi gesandt ist als Richter, den Weisheit und wahre Erkenntnis gegeben wurde. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte selbst, dass der Mahdi ein Richter sei und in Angelegenheit der Umma agieren wird. Im weiteren Verlauf wird es auch später deutlich werden, warum dieses Satz verheimlicht werden musste. Auch die folgende Aufzeigung ist dermaßen gelogen und verdreht, was ich gleich richtig darlegen werde. Weiterhin gibt der User nochmal dieses Zitat an, welches ich in meinem letzten Video als falsch zitiert bewiesen habe. Und als Antwort zu diesem Video stellt dieser User ein Video auf, in dem er die gleiche Lüge noch einmal benutzt. Was soll man dazu noch sagen? Denn der Satz nach dieser Aussage ist, dass es aber eine einfache Methode gibt, den Lügner von den Siddiq zu unterscheiden, und zwar gemäß dem Mubahila, wie es im Koran beschrieben ist, wo Allah fordert, insbrunstig zu beten und den Fluch Allahs auf die Lügner herabzuschwören, so wie Jesus a.s. gemäß dem Koran Lanet auf die Juden herabschwor. Der Koran hat genaue Bedingungen aufgestellt, wenn sowas zu tun ist. Und wenn diese Bedingung noch nicht zugetrifft, sendet ein Siddiq nicht Lanet herab. Der verheißene Messias a.s. hat niemanden beschimpft, jedoch in bestimmten Situationen seine Gegner mit ihrem wahren Bild konfrontiert, und das nur dann, wenn seine Gegner einen Sturm der Schmähungen gegen ihn erhoben haben und gegen seine Anhänger und gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie in verwerflicher Sprache beschimpften
und Erklärungen gegen diese erließen in Worten nichtswürdiger Beschimpfungen. Eine blinde Person als blind zu bezeichnen, ist nicht beschimpfend. Im Heiligen Koran sind die Juden und die Christen als die nichtswürdigsten Kreaturen beschrieben, die zu Affen und Schweine wurden und die Anbeter Satans genannt werden. Die Juden wurden mit einem Esel verglichen, der eine Ladung Bücher trägt. Eine Persönlichkeit wurde mit einem Hund verglichen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeite ähnliche Aussagen. Man kann nicht sagen, dass der Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Menschen beschimpften. Diese Ausdrücke wurden in Anbetracht ihrer moralischen und spirituellen Zustandes gegen sie gebraucht. Es gibt ein Hadith auf der Autorität von Hazrat Aisha, möge Allah ihr gefallen haben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten anwies, Satiren gegen die Quraysh zu verfassen, da Satire für jene schmerzvoller wäre als gegen sie abgeschossene Pfeile. Er schickte nach Ibn Rawaha und bat ihn, eine Satire gegen die Quraysh zu verfassen, was jener tat. Aber diese Satire gefiel dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht. Er schickte dann nach Ghab bin Malik und danach nach Hassan bin Sabit. Der letztere verfasste eine lange Satire, deren erster Vers war, ist in Sahih Muslim nachzulesen, ihr habt Mohammed verspottet, und ich fahre fort, euch an seiner Stadt zu antworten, und ich sehe vorwärts zu Allah für eine Belohnung. In einem Kommentar über dieses Hadith hat Imam Nawawi geschrieben, man sollte nicht der Erste sein, sich auf eine Strenge oder Spott gegenüber den Heiden einzulassen, so dass die Muslime ihre Zungen gegen unerwünschte Sprache schützen sollten. Aber wenn die andere Seite sich auf Beschimpfungen einlässt und die Notwendigkeit von Verteidigung gegenüber ihres Mutwillens bestehen sollte, ist es erlaubt, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es angewiesen hat. Der verheißene Messias al-Islam hat in hunderten Büchern seine Anhänger dazu angehalten, niemals jemanden zu beschimpfen und liebevoll jene angesprochen, die ihn tagtäglich nur beschimpft haben. Dies ist auch der Grund, warum Ahmad die Muslime nicht zurückschimpfen, wenn die Gegner sie mit den dreckigsten Beschimpfungen entgegnen, wie auch dieser User uns oft in Kommentaren mit dreckigen Beschimpfungen entgegnet hat und andere es immer noch tun. Diese Leute suchen sich aber gezielt aus den hunderten Büchern paar Worte aus, die sie verdrehen können und als Beschimpfungen präsentieren können, obwohl es erfundene Lügen sind. Uns ist befohlen worden, dass wir die Wahrheit in Diskussionen einsetzen, eine weiche und sanfte Weise annehmend und Beschimpfung mit Beschimpfung nicht zurückzuzahlen. Außer in einer Situation, wo eine Person alle Grenzen übertrifft in der Beschimpfung und Missbrauch und Beleidigung und der abscheulichen Sprache gegen den heiligen Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Folglich verwenden wir keine beleidigende Sprache gegen die Christen. Wir suchen Beschuldigungen, Obszönitäten oder das Entweihen ihrer Ehre nicht auf. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit allein zu denjenigen, die offen und absichtlich Beschimpfungen gegen unseren heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam missbrauchen. Beschimpfung ist eine Sache und eine korrekte Beschreibung, wie bitter und harsch auch immer, eine durchaus andere. Es ist die Pflicht eines jeden Sprechers der Wahrheit, einem irrenden Gegner die Wahrheit zu übermitteln, sogar dann, wenn er dadurch beleidigt wird. In diesem Buch und in meinen anderen Büchern befindet sich kein harsches Wort oder eine harsche Andeutung gegen jene achtbaren Menschen, die nicht hinabsteigen zu Verleumdungen und Niedrigkeiten. Wir suchen Zuflucht bei Gott dagegen, rechtschaffene, geistliche und zivilisierte, ehrbare Menschen zu verleumden, ob sie Muslims sind oder Christen oder Arias. Wir betrachten sie alle der Ehre wert. Auch mit dummen Menschen haben wir nichts zu tun. Unsere harte Sprache wird nur gegen jene benutzt, die berüchtigt wurden wegen ihrer nichtswürdigen Sprache und ihrer faulmundigen Äußerungen. Wir erwähnen immer jene in guten Worten, die gut sind und nicht dem Missbrauch ergeben, und wir ehren sie und lieben sie wie Brüder. Die Behauptung des Users, dass der verheißene Messias al-Islam jeden verfluchte, der ihm im Weg stand, sei er Jude, Christ oder Muslime, hat keine Grundlage und ist eine erfundene Lüge, die nur auf Lügen basiert.